Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Kardiomyopathie. Vielleicht haben Sie diesen Begriff schon einmal in Ihrem eigenen Arztbrief gelesen oder Sie kennen vielleicht jemanden mit dieser Diagnose. Gelegentlich hört man diesen Begriff ja auch in den Medien, wenn um die Todesursache scheinbar gesunder, junger Sportler während eines sportlichen Großereignisses spekuliert wird. Aber was ist eigentlich genau eine Kardiomyopathie? Hör auf dein Herz. Medizinisch steht ja Cardio für Herz, Myo für Muskel und Pathie für Erkrankung. Demnach heißt also Kardiomyopathie eine krankhafte Veränderung unseres Herzmuskels. Unser Herz ist ja ein Muskel, der unaufhörlich Blut in unseren Kreislauf pumpt und somit das Leben erst ermöglicht. Und bei einer Kardiomyopathie kommt es jetzt also zu einer krankhaften Veränderung am Herzmuskel, meist im Bereich der muskelkräftigen linken Herzkammer, selten auch im Bereich der rechten oder im Bereich beider Herzkammern. Aber das ist natürlich zunächst nur eine Beschreibung und sagt noch nichts über die Ursache der Schädigung aus. Tatsächlich gibt es nämlich verschiedenste Ursachen für eine Kardiomyopathie, von angeborenen genetischen Defekten des Herzmuskels über Viren oder verschiedenste Giftstoffe bis hin zu massivem Stress, der dann als sogenannte Stresskardiomyopathie zu dem sogenannten Broken Heart Syndrom führen kann, also dem Syndrom des gebrochenen Herzens. Sehr häufig findet man aber auch keine Ursache der Herzmuskelerkrankung und spricht dann nur von einer idiopathischen Kardiomyopathie, sprich wir Mediziner wissen dann auch nicht genau, was die Ursache ist. Nach den verschiedenen Veränderungen des Herzens, die man zum Beispiel im Herzultraschall oder im Herz-MRT sehen kann, unterscheidet man 4 große Haupttypen der Kardiomyopathien, die wir dann in weiteren Videos zum Teil noch etwas genauer besprechen werden. Die erste Kardiomyopathieform ist die dilatative Kardiomyopathie und hierbei kommt es, wie der Name ja schon vermuten lässt, zu einer krankhaften Erweiterung der Herzkammern. Durch unterschiedliche Schädigungen des Herzmuskels, wie zum Beispiel durch virale Entzündung, Alkohol, Autoimmunerkrankung oder aber auch durch genetische Defekte, kommt es dann meist durch narbige Veränderungen des Herzmuskels dazu, dass die Herzkammern den Blutdruck nicht mehr standhalten können und sie schließlich überdehnt werden und vereinfacht gesagt ausleiern. Meist ist insbesondere die linke Herzkammer betroffen und vergrößert. Sie kann sich dann weniger gut zusammenziehen und die Menge an Blut, die diese geschwächte Herzkammer dann auswerfen kann, die verringert sich, sodass eine Herzschwäche die Folge ist. Die zweite Kardiomyopathieform ist die hypertrophe Kardiomyopathie, die mit einer ausgeprägten Verdickung des Herzmuskels einhergeht. Und diese Kardiomyopathie ist eine der häufigsten herzbedingten Todesursachen beim jungen Menschen. Sie ist auch für viele der medial ja oft spektakulären Szene gesetzten plötzlichen Todesfälle von zum Beispiel jungen Fußballprofis verantwortlich und sie ist die häufigste vererbbare Herzerkrankung überhaupt. Ursache ist hier eine Veränderung des Erbguts, also ein Gendefekt, der dazu führt, dass die Eiweißkörper in den Herzmuskelzellen nicht ihre gewohnte Struktur und Anordnung einnehmen und somit nicht effektiv arbeiten können, wodurch es dann letztlich zu einer ausgeprägten Verdickung des Herzmuskels kommt. Die Herzscheidewand von betroffenen Patienten kann dabei Dicken von bis zu 6 cm erreichen. Normal wäre eine Dicke von 1 cm. Bei dieser Kardiomyopathieform gibt es nach dem Verteilungsmuster der Muskelverdickung verschiedene Verlaufsformen, die wir in einem weiteren Video noch etwas genauer besprechen werden. Das eigentlich Gefährliche dieser Erkrankung ist, dass sie häufig eben zunächst keine Beschwerden verursacht und dann plötzlich mit gefährlichen Herzrhythmusstörungen bis hin zum plötzlichen Herztod durch ein Kammerflimmern in Erscheinung treten kann. Im Vergleich zu der dilatativen und der hypertrophen Kardiomyopathie ist die sogenannte restriktive Kardiomyopathie eine eher seltene Erkrankung. Und bei dieser Herzerkrankung kommt es durch Umbauprozesse des Herzmuskels, bei denen Muskelgewebe durch starres Bindegewebe ersetzt wird oder es zu einer krankhaften Einlagerung bestimmter Eiweißkörper in den Herzmuskel kommt, vereinfacht gesagt zu einer Versteifung des Herzmuskels, der dann dadurch weniger elastisch, also weniger dehnbar wird. Und somit kann dann das Herz also in der Erschlaffungsphase der sogenannten Diastole nicht mehr ausreichend Blut für den nachfolgenden Pumpvorgang aufnehmen und es resultiert eine sogenannte diastolische Herzschwäche. Die Herzleistung ist also auch vermindert und somit bildet sich auch bei dieser Erkrankungsform eine Pumpleistungsschwäche des Herzens, eine Herzschwäche aus. Beim letzten der 4 Kardiomyopathietypen, der sogenannten arrhythmogen rechtsventrikulären Kardiomyopathie, ist, wie der Name rechtsventrikulär ja schon vermuten lässt, die rechte Herzkammer betroffen. Aufgrund eines genetischen Defektes kommt es zu einem Absterben von Herzmuskelzellen, die dann durch quasi minderwertiges Fett- und Bindegewebe ersetzt werden. Und das wiederum hat zur Folge, dass die Muskelwand der rechten Herzkammer ausgedünnt wird. Daneben kommt es vor allen Dingen aber auch zu einer elektrischen Instabilität in diesem Bereich des Herzens, sodass dann betroffene Patienten vor allen Dingen durch gefährliche Herzrhythmusstörungen bis hin zum plötzlichen Herztod gefährdet sind.
Neben diesen vier Hauptformen gibt es natürlich auch noch andere Kardiomyopathieformen. Dazu gehören beispielsweise die postpartale Kardiomyopathie, die selten bei Schwangeren auftreten kann, und das schon angesprochene Broken Heart Syndrom, also die stressbedingte Kardiomyopathie, auch als Takotsubo-Kardiomyopathie bekannt. Viel Theorie, aber was bedeutet es jetzt nun praktisch, wenn man eine Kardiomyopathie hat? Eine Kardiomyopathie ist in den allermeisten Fällen eine schwere Erkrankung, die man fast nie komplett heilen kann. Die Prognose, also der Verlauf und die Lebenserwartung sind aber sehr unterschiedlich und abhängig von der Art und Ausprägung der jeweiligen Erkrankungsform und natürlich auch von der Güte der Behandlung. Und dementsprechend ist die Lebenserwartung unterschiedlich stark eingeschränkt, von annähernd normal bis hin zu rasch fortschreitenden Verläufen, die dann ohne Herztransplantation oftmals tödlich verlaufen können. Wie kann eine Kardiomyopathie behandelt werden? Wann immer möglich, sollte natürlich eine Behandlung der Ursache der Erkrankung erfolgen. Im Falle einer Virusentzündung oder einer Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem selber den Herzmuskel angreift, können das zum Beispiel spezielle Medikamente gegen Viren bzw. gegen unser eigenes Immunsystem sein. Meistens werden solche Behandlungen dann in spezialisierten Fachzentren durchgeführt. Das gilt zum Beispiel auch dann, wenn eine krankhafte Ablagerung von bestimmten Stoffen in den Herzmuskel die Ursache der Erkrankung darstellt. Sehr häufig ist aber eine solche spezifische, also ursächliche Behandlung nicht möglich, und dann bleibt letztlich nur die Behandlung der resultierenden Herzschwäche, die aber auch schon für sich genommen häufig nicht nur zu einer Beschwerdelinderung, sondern auch zu einer deutlichen Verbesserung der Lebenserwartung führen kann. Entscheidend ist vor allen Dingen auch der Schutz vor drohenden Komplikationen, wie zum Beispiel gefährlichen Herzrhythmusstörungen bis hin zum plötzlichen Herztod durch Kammerflimmern. Und hier kann ja ein implantierbarer Defibrillator-Schrittmacher, ein sogenannter AICD, über den wir auch schon in anderen Clips bereits gesprochen haben, sinnvollen Schutz bieten. Das war jetzt einmal ein schneller Ritt durch die Kardiomyopathien. Wichtig ist hier vor allen Dingen eine gute fachärztlich-kardiologische Anbindung, um ungünstige Verläufe bestmöglich verhindern zu können. Zusätzlich sollte aufgrund der häufigen Vererbbarkeit dieser Erkrankungen auch eine konsequente Untersuchung der Angehörigen von betroffenen Menschen erfolgen, denn sonst können auch gefährliche Kardiomyopathien lange Zeit unentdeckt bleiben und sich dann erst durch gefährliche Herzrhythmusstörungen bis schlimmstenfalls durch einen plötzlichen Herztod bemerkbar machen. Daher also bitte unbedingt ernst nehmen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's schon wieder mit dieser Folge Dr. Hart. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein bestätigendes Like. Schauen Sie auch auf meiner Webseite vorbei, abonnieren Sie mich auf YouTube, schauen Sie auch mal in mein neues Buch hinein, da finden Sie alles über einen herzgesunden Lebensstil. Und ganz, ganz wichtig, bleiben Sie gesund und hören Sie auf Ihr Herz.